herzlich willkommen, meine lieben Freunde bei Ufoman LP aus den Ufoman Studios in Berlin zu einer weiteren Folge Banished. Heute die Folge 19. Das Spiel lässt mir keine Ruhe. Es ist einfach der Hammer. So, guck mal, was wir schon für ein Dorf haben. Wir haben schon 90 Leute, okay. Wo sind jetzt die Schwachstellen? Gibt es hier irgendwelche Schwachstellen? Warum ist der gestorben? Ab Alter, okay, auf Alter. Na, wie viel passen noch? Wir müssen einen neuen Friedhof bauen. Wir haben kaum Steine, wir müssen aber einen neuen Friedhof bauen. Okay. Fangen wir mal gleich an. Hier, okay. Hier einen schicken, schönen, großen, kleinen, mittelgroßen Friedhof. Zack. Könnt ihr gleich mal loslegen. So, wir brauchen mehr Laborer. Ich habe bei meinen weitreichenden Recherchen rausbekommen, dass man doch, dass die Laborer im Prinzip das ganze Zeug hin und her tragen und dass manche Mangel, die wir dann haben mit Zeug, die liegen daran, dass wir nicht genug Laborer haben, weil das sind halt auch irgendwo unsere Transportleute. Steine nehmen wir mal ein paar mit. Okay. So. Was haben wir denn hier? Herbst oder was? Ne, Sommer war. Gut. Wir werden jetzt mal keine Laborer vorzeitig mehr abziehen. Damit wir hier... Gott sei Dank haben wir noch keine Katastrophen eingestellt. Ich habe aber letztens gesehen, mein Gott, so schnell greift der Brand dann auch nicht über. Da hat es schon gebrannt und dann hat der... Let's Player dann erst einen ersten Brunnen gebaut. Und bis sie den Brunnen gebaut hatten und so weiter, dann haben die den Brand wieder gelöscht. Also es war nicht so dramatisch, wie ich dachte. Hühner ohne Ende. Wir brauchen noch eine zweite Kuh. Die kann sich nicht vermehren, die Kuh. Und haben wir eigentlich noch leere Häuser? Weiß ich gar nicht. Ja, nicht wahr? Wenn wir jetzt noch mehr Häuser bauen, brauchen wir mehr Nahrung. Was ist hier los? Ist das Limit schon erschöpft? Oh, warte mal. Herb Limit. So. Oder fehlt da der Arbeiter? Nee, das Limit war einfach nur erschöpft. Komm, wir gucken mal von oben. Vielleicht haben wir irgendwelche Warnmeldungen noch irgendwo. Nee, haben wir im Moment nicht. Jetzt haben wir Winter. Ohohoho. Gut, die Ernte wird hier noch eingetrieben. Ich sehe schon die Geschwindigkeit. Könnten wir mal ein bisschen hochsetzen, damit die Ernte noch schaffen. Aber, naja. Hat ja jetzt mit der Spielgeschwindigkeit nichts zu tun, war. So, Leute. Zwei Laborer. Vielleicht sollten wir doch noch ein Haus bauen. Ein Steinhäuschen? Nee, wir haben nicht mehr so viel Stein, oder? Was kostet das? Ganz schön teuer. Wir bauen mal ein normales Haus. Und zwar... Oh, im Winter sieht man dann auch nicht so viel. Der Steinbruch wird immer tiefer. Boah, ist das... Oh, diese Hühnerstelle. Ohne Ende hier Hühnerstelle. Na, komm, lass uns mal einfach hier mal gucken, was da passiert. Hier zwei Hölzchen hinbauen. Was ist denn los hier? Was ist low? Feuerholz? Ach du Scheiße. Mach mal wieder langsamer. So, Feuerholz ist low. Uiuiuiui. Drei Laborer, sehr schön. Dann müssen wir hier mal ein bisschen ans Eingemachte. So. Uiuiui, das ist aber auch eine schlechte Sicht diesen Winter. Minus 7 Grad. Eieiei. Hier, die könnt ihr noch abhacken. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viel die bringen. So. Das ganze Zeug hier könnt ihr abbringen. So. Steine natürlich auch. Brauche ich auch. Aber habe ich schon alle markiert? Okay.
So, wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir den ganzen Wald abgehackt. Das glaubst du nicht, oder? Na gut, das wäre auch jetzt neue Fläche gewesen. Haben wir denn hier einen Förster? Ist das hier ein Förster? Ne, eine Hunting-Kabine. Alter, du fängst doch da gar nichts. Naja, doch, er fängt... Aber Alter, okay. Hier wollte ich eigentlich die Stadt dann auch erweitern. Deshalb werde ich mal... Oh, guck mal, das haben die gar nicht eingesammelt. Das steht hier noch rum, die Nahrung. Mann, Leute, seid doch nicht so nachlässig. Was für eine verträumte, kleine, verschneite Stadt. Baut doch mal den Friedhof. Wir wissen gar nicht mehr, wo man so Leute beerdigen sollen jetzt hier. Zwei Labor. Ach, guck mal, wir können doch mal hier... Guck mal, wir schrauben jetzt mal runter, dass hier ein bisschen Fahrt kommt. So viele Farmer brauchen wir im Moment gar nicht. Mal gucken, ob dann die Versorgung ein bisschen besser funktioniert. Wir können ja sogar mal ein bisschen schneller machen. Wenn wir so viel Laborer haben, dass hier der Transport dann ein bisschen zügiger läuft vielleicht. Und die werden ja auch Bäume fällen. Hier sind die alle schon markiert, okay. Guck mal, die sind noch nicht markiert. Was ist denn hier? Achso, hier haben wir auch einen Förster, wa? Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen weiter draußen noch einen Förster bauen. Haben wir auch schon gemacht, okay. So, hack mal hier noch ein bisschen. Hier, nimmt man diese Bäume alle weg. Kann der Förster später neu machen. So. So, was ist hier los? Was brauchst du? 20 Studenten. Oh. Das Limit soll höher gesetzt werden. Geht das? Geht das? Nee. Kann man kein Limit höher setzen. Man muss höchstens noch eine neue Schule bauen. Wollen wir denn eine neue Schule überhaupt haben? Macht das Sinn? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn die... Was passiert hier? Essen, Feuerholz, alles low. Spätwinter? Gut, da haben wir es ja halbwegs überbrückt. Jetzt muss ich aber gleich die Farmer wieder einstellen. Damit da noch ein bisschen gearbeitet wird. So. Jetzt haben wir wieder zwei. So, jetzt haben wir Frühling. Schön. Können die Farmer gleich mal loslegen. Gut. Und hier ist einer gestorben an Alter oder... Ja. Alter ist okay. Sterben an Alter, an Alter. Okay. Das heißt aber allerdings, dass wir jetzt gleich... Ahahaha, die Sicht wird wieder schlechter. Dass wir auch gleich weniger... Arbeiter zur Verfügung haben. Wenn wir jetzt Farmer abziehen, ist auch doof. Wir brauchen echt mehr Leute, wa? Mehr Leute, mehr Nahrung, mehr Leute. Das ist ein Teufelskreis. Jetzt sterben die uns hier wie die Fliegen, die ganzen Alten alle weg, obwohl die Gesundheitsversorgung ist ja eigentlich ganz gut. Oh, vielleicht kriegen wir ein paar Okkupanten hier, mal gucken. Keine Nomaden. Futter auf 5 Jahre. Auf 1 Jahr steigt's. Okay. Auf 2 Jahre steigt's auch noch. Auf 10 Jahre fällt's. Okay. Eieieiei. Brauchen wir. Oh, der Händler ist gekommen. Weißt du, was ich brauche, Alter? Ich brauche. Wenn du hast. Okay, du hast Nahrung ohne Ende. Nahrung hast du ohne Ende. Wurzeln, Pflaumen, Squash. Komm, wir kaufen mal ein paar Kartoffeln von dem. Warte mal, wenn wir hier Eisentools anbieten. 340.
Okay, dann machen wir einen Trade hier, oder? You must trade to additional. Was haben wir denn hier? Was habt ihr denn? Eisen ist low, okay. Trade are additional 20 units to complete this trade. Ach so, okay. Na gut, hier hast du noch. Dann noch, so. So, hier, Trade. Wollen wir noch was haben von dem? Noch mehr Nahrung? Klamotten können wir nicht verkaufen. Ah, das Zeug hier. Medizin. Wo haben wir die Medizin? Pekannüsse. Medizin, 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 Medizin. Herbs. Herbs ist doch Medizin, war genau Herbs. Komm, lass uns mal. Ups, nein. Wo ist er denn? Herbs, hier. Lass uns. Nein, nicht Fisch. Naja, ist egal. Herbs. Hier. Nicht, der springt jedes Mal weg, ist unglaublich. So. Jetzt gib mir mal noch Bohnen. Bohnen sind, glaube ich, nicht teuer, war, oder? 20? Kostet alles 20, war, wie ich euch kenne. 20, genau, und Squash. Ja, gut, lass uns noch ein bisschen Squash kaufen. So als Überbrückung und das dann gegen Herbs tauschen. Die wir aber gerade gar nicht tauschen können. Warum? Wir haben noch da haufenweise reingetan in unser Zeug. Trade. Tauschen. Hm. Trade. Warum kann ich jetzt die Herbs nicht tauschen? Schreibt doch mal was in die Kommentare. Iron Tools. Naja, okay, lassen wir das. Hau ab. So, was sieht's aus? Iron, Iron und Food is low. Warum ist denn Food low? Mann, Leute, ich lasse euch doch hier arbeiten. Ihr arbeitet doch hier für mich, oder nicht? Und warum wird denn der Friedhof nicht gebaut? Und die Häuser, die werden hier auch nicht gebaut. Hier wird ja gar nichts gebaut. Auf dem Feld wird einigermaßen gearbeitet, aber auch sehr schleppend. Und Eisen ist low. Ich will jetzt nicht so viele Laborer wieder, nachdem ich nur weiß, dass man die braucht für den innerstädtischen Transport und so weiter. Wie viele sind denn hier eigentlich beschäftigt? 3. Da könnte wahrscheinlich auch noch mehr sein. Was ist denn da überhaupt in dem Markt? Na, ist nicht viel. Sieht echt schlecht aus. Ah, okay, die Felder werden wenigstens bestellt. Der hier braucht 300.000 Jahre. Okay. Hier wird langsam angebaut. Dann lass uns doch mal gucken, was brauchen wir. Steine haben wir. Wir brauchen Eisen. Irgendwo waren noch hier Eisenvorräte. Ja. Na? Wo? Hier hinten. Oh Gott. Ey Leute, was ist das denn? Mit so wenig Eisen können wir doch gar nichts anfangen. Ist hier noch Eisen? Hier waren noch unglaubliche Eisenvorräte, oder? Guck mal hier. Oh. Da brauchen die 2 Jahre für, aber was soll's? Was soll's? Guck mal, wir machen jetzt mal was ganz Radikales, indem wir hier hinten das alles sagen, die sollen das alles abbauen. Könnte natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen verhängnisvoll wird. Und gleichzeitig könnten sie hier eigentlich noch ein Försterer bauen. Försterer. Nee, nicht hier ein Forester Lodge. Dass der das wieder neu bewirtschaftet. Ein Weg. Alter, okay, sie sterben bis jetzt noch am Alter. Damit kann ich leben. So, guck mal hier. Nein, mach mal hier erstmal so. So, warte, mach mal so, okay, und dann so, okay, und dann so, okay, und dann so. Okay, so. Forester Lodge, okay. Mann. Die
die sterben und sterben und sterben und die Ressourcen an Futz sind low. Ja, hallo, Hühner hier ohne Ende, kann man die irgendwie schlachten? So, gibt's hier irgendwelche schadhaften Levelanzeigen? Ist immer noch die Schule hier oder was ist das Problem? Hat man eben Autospeicher. 17 Berries, Alkohollimit, okay. Da arbeitet einer. Was heißt das? Material? Ah, okay. Wir haben keine Beeren genug. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Da bräuchten wir noch mehr Geld, aber... Ach, guck mal, wir haben schon 7. Ja. Ein Geld war noch. Schon einer verhungert? Nö, immer noch Alter. Mann, die sterben am Alter wie die Fliegen. Wie die Fliegen sterben die. Guck mal, wie viele Viecher hier sind. Lass uns doch noch einen Jäger bauen. Und zwar, warte mal. So langsam verliere ich wahrscheinlich die Kontrolle. Eine Hunting-Kabine. Die könnten wir hier in diesem Bereich aufstellen. So, guck mal hier, der passt genau daneben. So. Dann bauen wir hier noch ein kleines Wäglein hin. Und es ist schon wieder Winter. Ich werde hier irre. Wie schnell hier Winter ist, das gibt es gar nicht so. Können wir hier noch einen Weg bauen, oder? So. Eieiei. Oh, die haben ja gar nicht geschafft, die Ernte reinzufahren, oder was? Oh, guck mal. Warum haben die das nicht geschafft? Wir sind jetzt noch dabei, ja? Ich habe doch so viele... Warum ernten die auch keine Hühner? Das verstehe ich nicht. Ernten Hühner, wa? Dass die nicht schaffen, die Ernte einzubringen. Ich habe voll besetzt. Normalerweise reicht einer. Na gut, die schaffen es gerade so. Aber dass sie das im frühen Winter erst machen... Kann natürlich auch sein, dass der Winter sehr früh dieses Jahr ausgebrochen ist. Das ändert sich ja hier auch immer so ein bisschen. Okay. Haben wir eigentlich hier hinten eine Hunting-Kabine? Ja, hier ist eine. Wooden House, Hunting-Kabine. Okay. Okay. Gut, unsere Nahrung hat sich jetzt ein bisschen aufgepeppt. Aber mit dem Holzfällen haben sie es sehr schwer. Leute, okay. Das war's. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Denke ich mal morgen, oder? Laut meinem neuen Upload-Plane-System. Genau, morgen sehen wir uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Und ja, danke überhaupt so, dass ihr mich hier begleitet in meinem Kanal und so. Tschüss.